So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Ja, die letzte Folge, die war ein bisschen kurz. Mein Neffe kam gerade zu Besuch. Genau in der Aufnahme. Und dann habe ich mal einfach kurz Pause gemacht. So, was haben wir gemacht? Ja, wir haben jetzt endlich mal Stufe 40 der Mine erreicht. Wir haben eine Pilzfarm in unserer kleinen Höhle auf der Farm. Und ja, es läuft doch recht schön. Haben wir wieder 4 Reihe 4. Zack, 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 zack. Oh, Scheiße. Auch schon gesagt, wenn sobald Winter ist, dass wir die Gießkannen erstmal verbessern lassen. Kannst du halt am besten im Winter machen, dann wenn nichts anzubauen ist hier. Und im Winter kümmern wir uns richtig um die Mine, alles, damit wir da schön Klamotten rausholen können. Ich hoffe, dass jetzt unser Ahorn-Sirup endlich mal was wird hier. Damit wir uns endlich einen Bienenstock bauen können. Mal darauf hätte ich ja richtig Bock, ey. Hey, die behalten wir erstmal. Oh, Kitty Cat. So, was ich hier nachfüllen. Ja, fett. Wir haben sogar einen violetten Pilz. Ja, fett, 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 ey. Das geht doch voll klar. Ja, Pilze sammeln wir erstmal. Violetter Pilze. Okay, ist jetzt gerade auch nicht so grauenvoll. Ja, Hipster-Musik so. Und. Nein, nichts drin. Das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Wir haben jetzt den 9. Ne? Ich meine, da war auch noch irgendwie ein Fest oder so. Nee, ich weiß. Ich glaube, es ist später. Wir gucken. Was haben wir denn jetzt wieder? Hier ist bald Geburtstag. Brauche Diamant für ein Projekt, an dem ich arbeite. Ja, wuff. Kann man denn Diamanten herkriegen, Alter? Der ist ja lustig. Diamanten. Wuff. Ja, das Rathaus, das lassen wir auch so weit stehen. Also Jojo-Markt, ne, macht meistens gar nichts da. Ich kenne den Laden sowieso nicht klein. Ich glaube, so wie 95% aller anderen Mitspieler hier.
Jetzt gehen wir erstmal in die Mine wieder rein. So, aber wird erstmal Eis. Oh, 45 sind wir schon gewesen. Ausgewichen hier auch Zähne. Wenn man den Eingang schon wieder so lange suchen muss, ne? Guck mal, das Ding wird sogar böse. Mein Gott, Junge, wo ist denn der Eingang, ey? Kannst du verarschen jetzt wieder oder was? Bestimmt da oben, oder? Dann lache ich mich aber tot, ey. Wuff. Ich hab doch ein Schwert gew- Oh mein Gott, will ich verarschen. Mein Gott, wo ist denn schon wieder der nächste Eingang, ey?
Boah, mein Gott. Schöne Fledermaus. Uff. Oh mein Gott, ne. Boah. Und da ist ein Eingang. Da ist ein Eingang. Ist die Frage, welchen wir nehmen, ne? Nehmen wir den oberen, scheißegal. Gefrorene Gerode. Oh, Zwergeschiff Rolle 2, fährt. Oder? Kristallfrucht? Scheiße, ich spring gleich weg, ey. Oh, fett. Nein, scheiße. Scheiße, genau jetzt, Alter, genau jetzt. Das ist doch Bullshit. Kacke, ey. Verdammte Mistaxt, ey. Genau jetzt sind wir voll müde, weißt du? Das ist auch richtig scheiße. Genau eine Ebene noch, Alter. Ich glaube nicht, dass wir das geschafft hätten, nur. Überhaupt nicht.
Aber okay. Ausbeute ist ja relativ gut dieses Mal. Keine Lust, dass der uns schon wieder hier Geld abzwackt oder so. Habe ich echt kein Interesse daran. Sonnenblumen. 6 Stück bringen 84 Gold Euro. Ja, ganz gut. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Luau. Der Festival findet am Strand statt. Beginnen. Achso, ja, okay. Es hat gereicht. Wo haben wir denn jetzt hier? 1300 Eisen. Kohle haben wir auch. Nein, das. Kohle. Nur 3. Dort brauchen wir nicht. Gefrorenes Fell haben wir hier auch nicht. Stein. Ist ja, wir können Steine mitnehmen, ne? Ja, Kristallfrucht lassen wir auch hier. Würde das mal auch erstmal hier heißt da. Oh, jetzt genau. Können wir zurück den Sprinkler machen, ne? 2 Stück. Wir können auch so 3 machen, ne? Oh, wie weit? Hier im Felder um sich herum. Drei, vier. Ich weiß nicht. Mal echt mal gucken, ja. Komm, wird fertig. Na, los. Oh, guck mal, wie der Pilze da sind. Nö. Ja, jetzt.
Jetzt 4 Barren? Oder 5? Können wir echte Trinkler machen. Oh. Wird bei Benutzung verbraucht, ja, ne, das ist natürlich nicht schon. Boah, Likor. Drei Kupferbarren, oh fett. Stimmt, Alter, das Rezept haben wir erst seit kurzem, ne? Oh, direkt mal gucken. Geil. Oh, was machen wir denn jetzt daraus? Gucken, gucken. Nicht dabei jetzt irgendwann hier. Brauchen wir nur ein Eisenbarren? Ne, wir brauchen ja auch, glaube ich, hier, ne? Kohlebrennofen. Ne, brauchen wir Gold. Nur 3 Stück. Gucken, wie sich die Dinger erstmal verhalten. Man Bescheid weiß. Ja, mein Wolfchen brauche ich auch noch. Ah, nee, guck. Nee, wir gehen jetzt doch nur erstmal zum Schmied und so. Können wir die ganzen Dioden erstmal frei machen lassen. Hier, das, das. War da noch irgendwo. Oh, eine Geode, da haben wir es noch. War egal, komm, pass auf. Und dann gehen wir wieder in die Mine rein. Gucken wir mal, dass wir eben eine 50 erreicht kriegen. Kostet zwar Geld, aber scheißegal. Nee, wow, toll. Günther kann dir Arenit, eine feine Scherbenform, eine winzige pinke Flur. Aha. Oder wieder was, was wir Günther geben können. Günther. Günther, ja. Und welche Bedingungen haben wir diesmal? Sternfruchtsaat. Pflanze sie im Sommer, wächst in 13 Tagen heran. Ja, fett. Machen wir nochmal. Weiß nicht. Ob wir mit den Mineralien selber was anfangen können, ey? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Wir gucken mal.
Ah, der ruft mich jetzt schon wieder. Kenn ich nie. Geh mal nicht dran, ne? Ah, okay. Okay, okay, okay. Aber wir haben. Boah, ist auffällig, ey. Na, fett, Alter, aber Kupfer. So Ding jetzt machen können, ey. Habe ich nichts zu essen oder so, ne? Scheiße. Ah, guck mal, Weintrauben wieder. Huhuhu. Geht voll klar. Oh, was ist das denn? Ach, das ist bestimmt durch den Erdbeben frei geworden. Scheiß die Wand an, ist mir ja gar nicht aufgefallen. Ja, fett. Dann bleiben wir doch erstmal hier. Das ist doch schön doof. Schlüssel. Ah, fett, ey. Nee. Schade. Was? Traurig, traurig. Wie käme ich denn ausziehen? Gar nicht. Wuff. Oh, fett. Ja, schön. Kann man ja, wenn wir in die Mine reingehen, vorher hier reingehen. So. Also auch schon wieder zu spät, fast in die Mine reinzugehen. Ja, aber geil. Geil, finde ich gut.
Ach, schätzungsweise könnten wir auch Kupfer abbauen, ja? Wir können ja Eisen jetzt da machen, ne? Da geht das ja auch. Wenn ihr mal Kupfer wäre. Hier natürlich auch nichts. War geil. Wow, Treibholz, wunderschön. Hey, nochmal Treibholz, wunderschön. Wow, Treibholz, das ist wunderschön. Uff. Auch kein Kupfer mehr, Alter, was ist los hier? Komm, gib mir nicht. Mein Gott, ne. Ja, komm, machen wir Schluss wieder. Ah, gleich schon wieder 12 Uhr. Dann gucken wir morgen mal, ob wir uns vielleicht das neue Schwert einfach kaufen. Damit wir ein bisschen mehr Wumms haben. Einfach viel zu wenig Schaden. Dann schauen wir morgen wegen die Springteile, wie die sich verhalten. Ich verstehe einfach nicht, wie mein Quent ist hier mit 4 umliegenden Feldern. Entweder nur wirklich 4 Felder. Oder 4 Felder weit. Tatsächlich nur 4 Felder.
sehr nervig. Dann darfst du jetzt noch voll viel besser machen. Kann ich dann am besten umsetzen, sobald die Sonnenblumen wieder da sind. Ich glaube nicht, dass da schon was ist. Glaube ich nicht da. Ne, warum auch? Richtig nervig. Ich glaube hier auch nicht. Hier wächst auch nichts mehr an. Nee. Ach, und heute ist auch dieses Fest, ey. Das habe ich total vergessen. Gehen wir doch mal zum Strand. Ah, wunderschön. Und jetzt auf einmal ist die Brücke wieder kaputt. Wuff. Komm, starten wir das Ding einfach mal kurz hier. Ich glaube, den kenne ich noch nicht, ne? Oh ne, was für ein entzückender Anlass. Das ist nur eine Freude. Stern taut da zu besuchen. Ernsthaft? Kann ich keine Fledermausflügel reinpacken? Ja, scheiße. Oh, Abigail, ganz alleine. Ach, muss ich klicken. Schade aber. Thank you.
Ruf. Sorge. Was ist jetzt schon wieder für Post hier? Wow, fette Sache. Ja. Ich bin halt Profi, ne? Profi. Umschau. Ins Bett gehen. Oh, ich hab gar nicht das Wetter geguckt. Ja, und morgen wird dann erstmal schön wieder zwei, drei Pflanzen kaputt sein. Und zwei auch. Oh, der ist ganz Pilz hier. War nur eins? Ne, hier. Ja, wie gesagt, die Pilze, die behalten wir erstmal alle. Das ist unser Notvorrat an Geld. Alkohol ist da. Ich weiß nicht, wie wir das aufnehmen können, ja, ohne dass es Kiste einfach gesteckt wird. Guck, waren wir doch schon so viel. Steine! Hier haben wir Steine. Oh, so. 2, 3, 4, 5. So. So, so. Jetzt gehen wir kurz zum Strand. Guck mal kurz nach. Ach, nicht doof. Ja, jetzt kann man auch hier lang gehen. Dann sammeln wir die Muscheln und so ein. Ich bin auch nicht glücklich. So ekelhaft ist, ne? Ist ja unglaublich. Unglaublich, sag man. Unglaublich. Wow, scheiße, Wandern. Gott sei Dank habe ich ganz so geguckt. Ja, ja, komm, komm, komm. Boah, Junge, das gibt richtig Asche. Ich glaube, ich soll etwas Fernsehen gucken, ja. Boah, Junge, das gibt so ein Money, ne? Weil direkt bei Dingen jetzt hier verkaufen, ja. Oh mein Gott, ich kriege jetzt schon mal zu viel.
Miesmuschel. Wow. Wow. Bam, 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 bam. Wow. Wow, wow, wow. Yeah, boy. Guck dir diese Ausbeute an. Voll geil. Pappen, ne, dafür kaufen wir noch einmal Forellensuppe. Geile Sache, geile Sache. Nicht mal öfters Fernsehen gucken, Fernsehen bildet. Auch nichts los. Nein. Hab ich mich erschrocken. Können auch. Hofgebäude richten. 4000. Doch so viel. Dann hätten wir auch für den Winter eine vernünftige Einnahmequelle. Ah, nee, wir warten erst mit dem Herbst ab und dann gucken wir mal. Kann man ja immer noch kaufen. Boah, hab ich müde jetzt. Übel. Aquamarin. Jade, oh, fett. Wham! Oh, Schuhe, fett. Geist, ernsthaft jetzt, wie soll man dann dagegen kämpfen? Winterwurzel? Stirbt der Geist endlich mal? Gar nicht, oder was? Ich sehe gar nicht, kann das sein?
Oh, er ist tot, wow. Eine Tasche, fett. Gut, dass wir uns Treppen dieses Mal gemacht haben. Wenn nicht, nur Kohle. Oh, magere Ausbeute, magere Ausbeute. Bam, scheißegal, jetzt einfach raus hier. Bam. Ja, fett, Stufe 50 schon erreicht. Geht doch mal voll klar, Alter. Allein jetzt hier 23 Eisen, Alter. Da ist die Wand an. Abkörmarin haben wir jetzt auch. Läuft. Gehen wir kurz in den Abenteuerclub. Vielleicht hat er was Neues zu verkaufen. Was? Solarästenz, oh, kann ich sehen. Schwertstufe 6, Flammenberge. Schwierigkeiten plus 4, plus 2, plus 3. Sneakers, Kampfstiefel, Jadering. Solaressenz. Das behalten wir erstmal. Gehen wir noch mal rein. Oh, fett.
Oh, fett, fett, fett. So macht das doch direkt mehr Spaß, ey. Ach, guck mal, macht doch schon direkt mehr Spaß, Alter. Zack, zack, alles weg hier. Huhuhu. Oh mein Gott, trifft ihn doch. Bam, Junge, bam, wie schnell das geht. Der ist schon 53, Alter. Hat sich mal voll gelohnt, Alter. Ohne Scheiß. Das hat sich richtig gelohnt, ey. Ohne Worte. Wollen wir jetzt Glück haben? Treppe haben wir da nicht mehr. Scheiße. Finden wir jetzt sogar noch den Eingang zu 45? Und dann können wir auch schon nach Hause wieder. Wohoho! Bam! Bam! So muss das laufen! So muss das laufen! So, nicht anders! Aber da hat sich die Kohle richtig gelohnt, Alter. Da hat sich das richtig gelohnt. Alles niedermetzeln. Das Schwert hat sich richtig gelohnt. Und 1 Uhr, Alter. 1 Uhr. Wow. 1 Uhr. Wow. Ja, komm. Oh, ist wieder berechnen. Ah, scheiße, ich Wetter berechnet. Das kann ich nicht. Ja, okay. Ist okay. Und wächst auch heran. Ist okay. War ja genauso gut. Nein, wir verkaufen. Harzstoff von hier, Kohle auch. Aquamarin auch. Eisenerz sowieso, Amethyst. Jade sowieso. Eine auch. Hartholz.
Ledermaus, Monster, Leute. Ja, den Schleim nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann. Golderz, Golderz gefunden. Fett. Kupfer. Nehmen wir noch mit. Doch, da. Das nehmen wir auch noch mit. Ich brauche auch. Das auch, das auch, das auch. Bisschen. Dingens. Boah, Harz 764 Mal schon. Das nehmen wir auch hier. Den Rest nehmen wir alle mit. Was ist das denn da schon wieder? Ich hätte gerne Quarz unter meinen Kissen. Bitte komm irgendwann heute ohne damit vorbei. Alex, wo ist denn nochmal Alex? Weiß ich gar nicht. Quarz. Haben wir sogar. Aber fett, Alter. Da haben wir bald ja den Grund der Mine erreicht, du. Uhu. Und jetzt weiß ich nicht, wo Alex wohnt. Na, Shane? Immer genervt. Noch keiner auf, Alter. Doch. Oh, hier, Alex. Eto, Wind, Wachs. Nö. Mittlerweile. Ja, gehen wir bei Robin mal vorbei. Neues. Essen jetzt dabei? Scheiße, nee. Doch! Energie 100, Gesundheit plus 40. Guck mal, komm wieder in die Mine rein, Alter. Wegmetzeln.
Na komm, wo ist der nächste Eingang? Komm, 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 komm. Hasse ich jetzt schon wieder so dermaßen, immer die stundenlange Suche lasse. Komm schon, komm schon. Muss noch vier Ebenen tiefer, ey. Da sind ja wieder zwei Eingänge, weißt du, und du weißt nicht, welchen du nehmen sollst. Und sehen, den wir uns freigekämpft haben hier. Was ist los? Was ist schon wieder für Musik, ey? Na komm, stirb nicht. Stirb, stirb! Geht doch. Schon wieder nur Kohle drin. Ja, sorry. Scheiße. Ah, Mist. Ich kann's vergessen, die Kacke wegzuschieben. War doch da. Guck mal, ja, 48, 50 schon. Wenn jetzt nichts Dickes dazwischen kommt, gehen wir locker hin, Alter, zu 60. Wir brauchen natürlich jetzt Arschlange, um da hinzukommen wieder, ne? Weil ich jetzt natürlich nicht hoffen werde. Na
wir jetzt nur 60 erreichen würden, das wäre jetzt echt mega geil. Scheiße, was werfen wir denn jetzt weg? Pistole. Scheiß die Wand an. Kohle. Ufer. Hartholz. Deine. Das. Gibt's konstant Licht aus. Gibt konstant. Okay, das hier. Scheiße, das sind diese Geoden, ne? Erde. Mist. Hey! Boah, ich dachte jetzt schon. Toll, toll. Alter, vor kurzem haben wir uns ein neues Schwert gekauft. Was ist das denn für ein Beschiss? Ja, ich hoch 10 schon wieder. Mist, verdammte Scheiße hier. Neues Schwert gegen. Ach, egal. Komm, komm, egal. Egal. Ja, schon weit gebracht, die sind dabei wieder. Weit gebracht, weit gebracht. Brauchen doch unbedingt die größere Tasche. Das zeigen wir dem nicht. Zeigen wir den denn? Ach, der nächste liegt mit den Füßen. Das Schwert konnten wir jetzt aber nicht verkaufen. Jetzt haben wir hier, Alter, Kristalldolch. Das weiß ich nicht, Alter. Plus 50 kritische Kraft. Entfernt ist das jetzt hier. Oh, was ist das denn? Geil. So geil. Ja, der neue Ring ist schon viel besser. Der ist schon viel heller. Viel heller. Kohle. Mist. Ne, wir machen jetzt mittlerweile anders jetzt hier. Geht das nicht mehr? Hier war das bald nicht mehr hin. Sachen und daraus finden und immer da reinpacken am besten. So, das nehme ich mit. Einen davon mit. Den nehme ich auch mit. Ja, den nehme ich auch mit.
Materie ist erstaunlich zart. Schmied. Diode. Aquamarin haben wir schon. So, weg. Ups. Da kommt Karte. Hey. Jetzt kann ich nicht schlafen gehen, Alter, wegen der scheiß Katze. LP, Kriegerring. Minenarbeit, Stufe 5. Wähle eine Minenarbeiter ein plus ein Netz pro Vene. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf. Nehmen wir den jetzt. Geologie. Machen wir einen auf Dr. Sheldon Cooper. Der Windelpuppe. Ja, hier ist ein Pflanze kaputt gegangen. Ja, klar. So, wir gehen einmal kurz nach unten. Aber ne, komm, ich hab gar keinen Bock mehr nachzugucken. Oh, Post haben wir. Hab ich gesehen. Hey, Kindchen, meine Kehle ist so trocken wie ein Wüstenknochen. Mich dürstet es nach etwas hellem Bier. Hast du eins? Reguläres Bier wird nicht reichen, ich brauche helles Bier. Helles Bier habe ich nicht. Habe ich nicht, hier wird nicht. Ist ja nicht zum Verkauf. Leuchten müssen wir mal schauen. Ey. Wir waren erst im Schmied. Machen wir heute auch. Samstag. Sonntag? Samstag? Sonntag. Lalalala. Yay. Ja, das ist immer gut. Na, welche Belohnung haben wir jetzt gekriegt hier? Möbel, wow.
Intraminol. 50 kritische Kraft. Also ich mach dann pro Hit 55 oder was? Schaden. Gucken wir mal. Oh, scheißegal. Nehmen wir mal alles hier. Dann gehen wir mal wieder in die Mine rein. Das interessiert mich ja so sehr. Alter, der Tropfen. Oh Gott. Der muss genauso gut dann die Klinge theoretisch sparen können. Aber das weiß man ja nicht im Vorhinein, ne? Ja. Geil, war schon. Ja, bald den Grund der Mine erreicht. Weiter geht. Oh, Scheiße. Oh, was ist das? Ja, da, ich denke mal, dass plus 50 kritische Kraft eher für Geister ist. Wenn ich das überlege. Ich habe auch viel zu viel Kraft noch. Ja, aber gestern hat es auch keine Auswirkung. Habe ich jetzt eigentlich gedacht, ja. Ah, komm, hier sind wir bei 64, ja? Können wir jetzt genauso gut gucken, ganz schnell. Das haben wir auch. Ja.
Komm schon, Eingang hier. Ah, Scheiße, was mir. Harz, komm, schmeiß mal Harz weg. Ich weiß, dass mein Inventar voll ist, Kollege. Brauchst mir das nicht immer wieder zu sagen. Komm schon, ich will doch nur in die nächste Ebene, Alter, damit ich die auch freischalten kann. Ja. Geht doch! Pass auf, komm, wir gehen jetzt zurück. Wir haben 65 erreicht, das reicht mir. Was haben wir denn hier? Nö, schöne Sache, schöne Sache. Schönes Ding. Wo nach Hause? Oh, Scheiße. Boah, essen wir einfach hier. Prinzessin. Dann machen wir uns eben eine neue Kiste. Wo wir Gegenstände reinpacken können. Nee, Scheiße. Oh, fuck, ne? So, 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 so. 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 Besser. So, 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 so. So. Und die Angel, Alter, die benutzen wir auch nie, also naja. Kann ich das auch rausschmeißen? Sehr schön. Uff. Sehr schön.
Ah, jetzt war kaputt die Pflanze, aber. Egal. So, jetzt schauen wir mal nach, ob unten was drin ist. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Das schadet ja nicht nachzugucken. Oder ich krieg echt nur im Frühling, Alter, Ahornsirup. Oder... Nur im Herbst. Oh, mein Gott, ne. Ich glaube, das ist gedauert. Zu lange. Arschlange, das ist gedauert. Leck mich am Füße. Aber jetzt können wir Honig machen. Aber Honig machen, voll schön, voll schön, voll toll. Oh nein! Bin vergessen. Brauchen wir jetzt nochmal hier? Holz, Kohle, Eisen. Holz, Kohle, Eisen. In. So muss das laufen. So muss das laufen. Ah, jetzt habe ich Holz vergessen. Da können wir unser Hühnerstall bauen jetzt. Wo soll ich eine super Seegurke herkriegen, Alter? Du bist ja lustig. Gut, das wird hier hängen. Nicht so eine dicke Ausbeute, aber ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Man müsste heute auch da sein. Zwischen mal eins. Mal kurz was nach. Tatsächlich, scheiße. Das heißt, wir können uns normalerweise direkt bis auf Dingens hochpimpen, ey. Scheiße, die wandern. Naja, gewusst.
Ach nee, das hält nur eine gewisse Zeit an. Ja, okay. Dann bringt mir das nichts. Gehen wir doch direkt mal hin. Ich glaube, ich bin viel zu langsam. Viel zu langsam da. Oh. Cat Weasel. Okay, dann sind wir mal morgen um 12 mal hier. Schauen wir uns das ganze Spektakel doch mal genauer an. Aber heute kümmern wir jetzt erstmal wieder um die Farm. Ich glaube, ich gehe gleich auch noch ein bisschen Holz hacken. Weil wir müssen mal hier ein bisschen... Ordnung wieder schaffen. Hier wieder alles hier verwildert, doch. Zack, sieht also wieder richtig ordentlich aus. So. Ach, komm. Bäm, so. So, machen wir jetzt hier Eisen. Kupfer. So, in der Zwischenzeit mache ich eine kleine Pause, ja? So, da sind wir auch schon wieder. Und wir sehen, es ist nicht fertig.
Ja. Ach so, ein Schmelzofen machen. Weiß ja nicht so. Können wir überhaupt alles machen mittlerweile? Mayonnaise, Schmelzofen, Bienenhaus, Vogelscheuche. Wow, fertig. Ja, dann gehen wir doch in der Zwischenzeit immer einen Baum fällen oder so, oder zwei. Wollte eh. Zack. Drei Bäume gefällt. Eisen fertig. Guck mal, wie weit der Ring leuchtet. Der voll schön. Voll schön. Oder noch nicht fertig, okay. Alles scheißegal, geh mal schlafen. Hofarbeit, Viehzüchter, Ackerbau. Uff. Was nehmen wir denn da? Scheiße, die Wandern. Ja. Kacke. Tiere oder... Ja, eigentlich Ackerbau, ne? Weil die Menge da, die man da machen kann, wird schon echt nicht ohne. Ah. Scheiß doch die Wand an, ey, ich weiß es nicht. Hey, Pauli, ja Mann, das ist wie Harvest Moon. Aber nur halt besser so, ne? Du hast da viel mehr Möglichkeiten, alles, ja. Und halt für PC, ne? Nur, Alter, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf Viehzüchter oder auf Ackerbauer gehen soll. Das ist jetzt halt die dicke Entscheidung wieder. Aber für eine schlechtere Nachricht.
Was mich jetzt gerade nervt, Alter, ist einfach nur, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Ja, die Grafik ist okay, Alter. Ist okay halt, ne? Ist halt so eine Pixelwelt, ne? Also mich stört es jetzt persönlich jetzt nicht. Aber wenn du überlegst, ne, also da hat ja nur ein einziger Typi dran gearbeitet, ne? Die ganze Zeit. Von daher ist das annehmbar. Alter, komm, entscheid du mal, Alter. Was soll ich denn hier nehmen? Ackerbau oder Viehzüchter? Ja, guten Morgen. Was denn für eine Meinung, Alter? Ach so, Entschuldigung, habe ich voll überlesen, ey. Mais, Rodi. Komm, Alter, ich zeig dir das mal ein bisschen, ne? Also hier hast du halt deine Hütte, ganz klar, ne? Hier so eine schöne Farbe mit schönen Pflänzchen und so. Ja, da hast du später ein Gewächshaus. Du kannst voll viele Gebäude bauen. Dein Haus kannst du auch komplett erweitern. Du hast eine Katze. Ja, der Kerl war halt Harvest Moon-Fan, so, ne? Nur der wollte halt 1 für den PC haben und dann hat er sich halt gedacht, der macht sich mal selber eins. Aber der hat auch eigentlich nie damit gerechnet, dass Dinge so ein Mega-Hit wird, so, ne? Aber da findet er, dass es halt, ich sag mal, eine Pixelwelt ist, ist es voll schön gemacht, so. Hier ist halt so die Stadt. Warte mal. Oh, hier haben wir so eine Karte, Alter. Ne, da ist ein Strand. Hier Stadt halt, ne, alles klar. Da sogar mit Zug und so. Du kannst später sogar in andere Städte anscheinend fahren mit dem Bus. Voll geil, eigentlich. Du kannst halt auch voll viel anbauen und so. Da kannst du auch Kürbisse machen, dies, das, jenes, bla bla bla. Ja, du kannst halt auch Bäume anpflanzen. Das geht auch. Also hier Kirsche, Aprikose, Äpfel und so weiter. Das Schwert, Alter, brauchst du für die Mine, weil da gibt es auch Monster, die du halt bekämpfen kannst. So. Ich weiß. Danke schön. Ja, kannst ja Bären und so essen, ne? Du hast halt auch zwei Energieleisten. Einmal Energie und einmal Gesundheit. Ne, ich zeig dir das mal eben. Ach scheiße, jetzt ist die Olle gar nicht da. Wow, toll. Also Dienstag. Da kannst du halt zum Beispiel ein Silo bauen. Dann kannst du einen Stall bauen, ganz klar. Pferdestall, Hühnerstall.
Du kannst eine Hütte bauen, wo du alles reinpacken kannst. Du kannst eine Schleimzuchtfarm bauen. Dann hier halt die Mine. Ja, da gehst du halt rein. Kannst halt entsprechend tief gehen. Aber ich bin jetzt hier bei 65 schon. Kannst halt hier gegen Monsters kämpfen und so. Hier ist jetzt natürlich nichts, weißt du? Das ist wieder Vorführeffekt, ey. Schleimmonster kannst du züchten. Das brauchst du halt später für Materialien und so weiter. Weil du kannst dir auch selber Sachen craften, so. Also kannst du hier zum Beispiel halt Zäune bauen, Truhen kannst du dir machen, Vogelscheuchen, Bienenhäuser, Schmelzöfen und so weiter kannst du alles bauen, Kohlebrennofen. Ja, du kannst ja auch eigene Ringe machen und alles. Das ist schon echt fett, ey. Ja, hier zum Beispiel so ein Eisenerz. Da unten hast du Jade. Da hast du also hier kleinen Monster einfach nur, weißt du, die halt kaputt klatschen kannst. Ja, du hast sogar Geister, Alter, habe ich mittlerweile festgestellt. Ja. Hast du auch. Voller Müll. Ja, du kannst halt mittlerweile, gibt auch verschiedene Farben, so wo du anfangen kannst. Ne? Also ich habe jetzt halt die Standarddinge so genommen, ne? Weil ich ja zum ersten Mal zocke. Dann kriegst du halt noch ganz andere Farben so. Aber die kamen halt erst später dazu. Nein, Farmen, Alter, Farmen. Also du kriegst jetzt, das hier ist jetzt die Standardfarm so. Dann kannst du halt auch in der Wüste oder so eine Farm machen. Also ein Scheiß. Jo.
Jetzt zum Beispiel bin ich bei Ebene 69, Alter. Und wenn ich Ebene 70 zum Beispiel erreiche wieder, dann habe ich wieder eine Ebene Stufe mehr so. Und dann kann ich ab Ebene 70 wieder direkt anfangen. Ja, und teilweise bei manchen Ebenen da kriegst du auch halt besondere Gegenstände und so einen Scheiß. Aber gut. Ein Ring. Scheiße. Erhöht den Reiz zur Auswahl von Gegenständen. Oh. Oh, hier zum Beispiel, Alter. Guck mal, das war ja einfach nur reines Lack, Alter. Reines Lack. Da müssen wir ja irgendwas wegschmeißen. Weißer Schleuder, Alter. Und mit der Schleuder ziehen, Alter, das ist richtig scheiße. Da ist die Steuerung komplett verkehrt herum. Voll nervig. Weiß nicht, ich glaube 15 Euro oder so. Oder 20, glaube ich. Muss mal bei Steam nachschauen, Alter. Aber ich finde es voll geil. Wenn du mal bei Twitch so rumguckst, was die Leute teilweise für Farben mittlerweile haben, das ist echt übertrieben heftig hier. Ja, 15 Euro oder so. Voll okay Preise. Naja, das Ding wurde, glaube ich, schon über 1 Million Mal verkauft oder so. Ja, guck mal, Alter, jetzt haben wir da, glaube ich, sogar einen Boss, ja? So wie es scheint. Voll geil. Wir haben schon wieder so spät, ey. Guck mal, 14 Euro, kannst du nichts zu sagen, ey, scheiße. Und von dem Game hast du echt lange was, ey. Also kannst du richtig lange mitspielen. Allein halt, wie gesagt, ne, was du alles nur auf deiner Farm machen kannst, ne? Das ist schon viel. Also es kommt zwar nicht so perfekt wie ein Harvest Moon ran, so, ne? Mit diesem Feeling so. Aber an sich ist das echt schon 14 Euro locker wert. Normalerweise kannst du dafür sogar 30 verlangen, eigentlich. Kohle. Wir sind jetzt direkt da. So. Ja, Mann, mach das mal. Die Steuerung ist zwar ein bisschen Gewöhnungssache so, ne, weil man... Ah, keine Ahnung, ist ein bisschen blöd gemacht am Anfang. Aber nach einer gewissen Zeit, ey, ist das alles kein Ding. Oh.
Ja, und ich bin ja noch recht dick am Anfang, Alter. Also wirklich am Anfang noch. Ich habe noch nicht mal ein Jahr rum. Denn du hast dann halt hier auch wieder so, ja, 4 Monate, ne, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. So gut. Hier zum Beispiel mit dem Bus. Der ist halt nicht fahrbereit, ne? Dann könntest du halt woanders hinfahren. Ich kann ja auch mal sofort zeigen. Dinge in anderen Gebäuden und so. Ich zeig dir erstmal hier. Ach, ein Ruhetag. Wow, toll. Ja, egal. Und je nach Jahreszeit, Alter, hast du hier auch halt andere Früchte und so auch wieder rumliegen, ne? Ja, guck mal, hier hinten liegt auch schon wieder eine. Weil sie da, Alter. Ja, kannst du jetzt zum Beispiel ein Haus verbessern, Alter, aber das kostet halt ein bisschen, ne? Und hier. Hofgebäude, Alter, kannst du Hühnerstall machen. Kannst du halt einen Stall machen, ne? Einen Brunnen kannst du ja auch bauen für deine Felder. Ein komplettes Silo halt für Gras, zum Futter aufbewahren, Alter. Eine Mühle für Weizen und Zucker. Schuppen, wo du halt deine ganzen Kisten reinstellen kannst oder sonst irgendwie was. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht genau. Na, ein Pferdestall. Und halt hier so ein Schleimstall, Alter. Voll geil. Aber wie gesagt, ne, dein Haus kannst du mehrmals auch erweitern und so, ne? Und du kannst diese ganzen Gebäude kannst du halt errichten. Und du kannst das dann halt immer wieder alles umsetzen, so wie du das willst, ne? Du kannst dir auch Gehwege machen und all so ein Scheiß. Ich finde das richtig geil. Okay, Kohle da. Alles weggetan. Das hat auch schon so ein bisschen. Ja. Minecraft-Feeling so ein bisschen so. Und hier die Stadt, Alter, die hat auch noch so eine Art Kanalisation, ne? Da kannst du später auch noch rein und so. Hier kannst du dann Kühe kaufen und so. Na, die Tante, die hier ist, da kannst du auch Sachen kaufen. Die hat sogar ein Schwein, Alter, als Pferd irgendwie so. Dann hast du hier so einen Zauberer. Ja, die ganzen Bäume hier alles, ne, kannst du auch immer wieder füllen. Es dauert aber halt eine Zeit lang, bis die wieder da sind, ne? Dann hier links. Da kannst du nur lang anscheinend, wenn da so ein Fest ist.
Keine Ahnung warum. Dann kannst du bei denen die Hüte kaufen, aber nur eine einzige Art von Hut. Und das ist so eine scheiß Cappy, Alter. Und ich war so doof und hab mir die gekauft. Hier zum Beispiel im Frühling, Alter, sind hier überall auch Früchte zu finden. Neu da, schön Beere. Ah, voll scheiße, weißt du, denkst dir, Alter, so ein scheiß Hut, ne? Der 1000 Gold kostet, ey. Der hat bestimmt da liegt irgendwas auf der Tasche oder so. Guck mal hier, Alter, ne? Ich hab mir den Baum letzten Tage gefällt. Das Blöde daran ist, wenn du den fällst, in dieser Richtung, ups, dann fällt dir alles ins Wasser rein, Alter. So geil. Junge, ich hab mich so scheckig gelacht, ne, beim ersten Mal, ey. Na, dann hast du hier zum Beispiel so ein kleines Bäumchen wieder. Kommt immer so nach dem Tag, kommen dann so kleine Dinger. Und du kannst halt auch ein bisschen Einfluss auf die Stadt so nehmen, ne? Also im Laufe der Zeit so. Ne, zeige ich dir aber gleich mal. Ja, nichts bist daran besonders so, ne? Ich wollte einfach nur gucken, so probeweise, ne, ob die dann auch nachwachsen, so, ne? Und dann ist mir alles ins Wasser reingefallen, weißt du? Das war voll lustig einfach. Ja, zum Beispiel diese Brücke, kleine Brücke hier, die musst du zum Beispiel selber reparieren mit Holz. Weil sonst kommst du da gar nicht auf das kleine Stück da drauf. Dann, voilà, es mimmelt gerade. Ja, das ist aber schön. Ja, kurz machen wir. Ist doch egal, man macht da was du willst. Jonas, was ist das? Bisschen kommst du. Nein, ich mach das. Nein, du sollst nicht am Himmel. Tschüss. Später. Tschüss, Jonas. Tschüss, Jonas. Okay, das war Besuch. Oh, Kete. Wo war ich denn jetzt, Alter? Scheiße. Voll vergessen. Ach ja, ja, du kannst ja halt, wie gesagt, Einfluss auf die Stadt so nehmen. Und zwar auch hier. Ja, hier ist zum Beispiel ein Museum, wo du halt Sachen wiederbringen kannst und so. Hier ist ein Schmied. Dann hast du hier oben ein Joja-Markt, Alter. Ja, halt so einen modernen Kack da in der Stadt. Und wenn du da Mitglied wirst,
dann existiert dann später dieses eine Gebäude anscheinend da oben nicht mehr, dieses alte Ratsgebäude. Und in diesem Ratsgebäude, da leben aber irgendwelche Tierchen drin, die dir helfen. Also kannst da halt Belohnung kriegen und so einen Scheiß. Ja, das ist genau dieses hier. Ja, wenn du dann bei Joja Mitglied wirst, dann wird das hier alles komplett abgerissen. Dann kommt da noch eine andere Filiale von denen hin. Naja, und von den kleinen Tierchen da kannst du halt Belohnung kriegen, wenn du gewisse Sachen halt voll hast. Also hier zum Beispiel die ganzen Sachen musst du ja reinfüllen. Und dann kriegst du eine Belohnung. Aber inwiefern das alles genau ist, weiß ich nicht, Alter. Weil so weit bin ich halt noch nicht. Ja, und so ist das hier. Ja, hier zum Beispiel der Zug, Alter, den konntest du anfangs auch nicht erreichen. Dann war eines Nachts ein Erdbeben und dann war der Weg auf einmal wieder frei. Aber ob du mit einem Zug mitfahren kannst oder so, das weiß ich auch noch nicht. Dann hast du halt da so ein Bad, wo du baden kannst. Dann kannst du deine Energie wieder auffüllen. War echt fett, echt fett. Nächsten Morgen soll es regnen, das war gut. Du kannst, Alter, jo, jetzt wo ich so lese, ne? Du kannst sogar Elektrizität hier haben, Alter. Wie geil ist das denn, ey? So geil. Aber wie man Batterien macht, das weiß ich nicht, ey. Das kriegst du halt immer wieder so mit, so wenn du halt ein neues Level aufsteigst, dann kannst du immer mehr bauen und so ein Scheiß. War gut. Oh Scheiße. Boah, Glück gehabt. Da musst du ja mal holen, Alter. Ist ja geil.
Hol dir doch eine Döner-Kalzone, Alter. Mit einer Extra-Portion. Das ist ja geil. Ja, hier, Alter, da, der Baum zum Beispiel, das ist ein Kirschbaum, Alter. Der wächst erst, der braucht einen ganzen Monat zum Beispiel. Ach so, ja, dann hol dir doch nur Fleisch, Alter. Kannst du auch kriegen. Ja, das, ich hätte hier gerne, keine Ahnung, 5 Kilo Dönerfleisch, Alter. Ich wollte hier mal gucken, Alter, aber letztens ist hier der Zug um 12 Uhr circa vorbeigefahren. Mal schauen, ob er dann vielleicht doch mitgehen kann. Anscheinend kommt heute kein Zug, wa? Doof gedacht, ja. Auf meiner Farm, Alter, kann ich halt die anderen Steine so noch nicht wegmachen, weil meine Axt und so weiter noch nicht gut genug ist. Weil wenn du das Spiel einmal anfängst so, dann ist da alles voll, Alter, wirklich alles voll. Und du hast da einen halben Wald, hast du da bei dir dann stehen. Und dann brauchst du schon einen Monat oder so, um alles vernünftig wegzukriegen. Ja. Nur du musst halt genau wie bei Harvest Moon auch die Sachen halt entsprechend verbessern und so weiter. Ja, Mann, und dann musst du halt wieder zum Schmied, Alter, musst deine Axt verbessern lassen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Kupferspitzhacke und eine Kupferaxt. Als nächstes wäre dann halt Eisen dran. Und dann muss ich halt entsprechend viel Geld zahlen, ne? Ich wollte als nächstes erst die Gießkanne machen lassen. Damit ich halt besser und schneller gießen kann. Aber das natürlich erst im Winter, weil sonst habe ich ja wieder keine mehr. Das dauert im Schnitt so 3 Tage oder so. Ich kann euch eben zeigen. Und dann kriegst du sogar Eis zu kaufen. $250. Ja,
Ja, du kannst jetzt hier Stahlachs zum Beispiel, ne, kostet 5000, Alter. Kupfergießkanne kostet 2000, brauche ich 5 Kupferbahnen für. Das wäre einfach noch zu viel. Wenn das bisschen, was ich da verdiene. Ich denke mal im zweiten Jahr oder so, dann klappt man. Oder im Winter. Ne, im Winter nicht, im Winter ist noch zu wenig. Aber ich denke mal so im zweiten Jahr, dann hole ich mir dann die Stahlsachen. Ich wollte erstmal gucken, ob ich einen Hühnerstall oder so gebaut kriege. Damit ich dann halt für einen. Sag mal schnell. Für den Winter Kohle kriege. Sonst bringt mir ja nichts, ne? Oh, Honig, wow, fett. Geile Sache, geile Sache. Honig. Oh, jetzt war nur um dieses scheiß Ding hier zu bauen, Alter. Muss ich dann die Dinger bauen, um Sirup zu kriegen. Alter, und diese scheiß Sirup-Kacke, die dauert arschlange. Richtig nervig. Holz, Holz. Beine. Scheiße, sag nicht, die hat heute schon wieder frei, Alter. Leck mich im Arsch, ey. Voll im Wurst, Alter. Kann doch nicht sein, dass die jetzt schon wieder frei hat. Doch. Huch! Und Alter, was hier ein bisschen scheiße ist, ist, wenn du bis nachts 2 Uhr wach bleibst und nicht früh genug in dein Bett gehst, dann kippst du um. Und wenn du ganz viel Pech hast, darfst du erstmal dick zahlen, Alter. Also jetzt nicht nur ein bisschen zahlen, sondern schon zahlen so, ne, teilweise. Letztens, Alter, da hat mir einer knapp 400 Gold aus der Tasche geklaut, ey. Richtig ätzend. Ja, Mann. Richtig mies. Deswegen seit dem Alter immer 12 Uhr so versuche ich dann nach Hause zu gehen, ey. Weil dann hast du eigentlich immer genug Zeit, so. Sonst hast du Arschkarte. Wow. Mit. Aber auch hier, auch hier, auch hier. So, die Hülle, die ist immer offen. Also von Anfang an ist die halt offen, aber da ist halt nie was drin gewesen. Und wenn du eine Einnahmequelle, also insgesamt Einnahme von 25.000 hast, dann kommt irgendwann dieser eine Typ wieder von Robin zu dir und fragt dich halt,
Ja, und sagt ja, dass man die Höhle auch anders nutzen kann. Dann kannst du dich halt entscheiden, entweder für Pilze oder halt für Fledermäuse. So, wenn du halt Fledermäuse nimmst, dann ist da ab und zu mal irgendeine Frucht drinne. Und bei Pilze hast du halt alle paar Tage immer Pilze da, ne? War auch nochmal so eine Art Einnahmequelle so für alles. Oh, 1000 sogar. Bam. Money, money, money. Und heute regnet es wieder. Ja, du kannst halt deine gesamte Einrichtung, dann kannst du auch irgendwie machen, so. Hier, nee, hier kannst du nicht weiter. Umstellen. Okay, da ist schon was drin, aber. Alles andere kannst du machen, wie du willst. Hey, Sirup! Geh mal zum Beispiel Sirup jetzt. Hier müssen wir wieder Pilze haben. Und da links hier die Höhle, da kommst du halt noch so gar nicht rein. Da muss erst eine gewisse Zeit vergehen, so. Also 3 Jahre musst du halt warten, bis dein Großvater wieder da ist. Bei dem gehört halt die Farm. Aber dein Großvater ist halt schwer erkrankt, bla bla bla, halt so eine Geschichte. Ich habe einen Artikel über dich in der Zeitung gesehen. Sieht aus, als wäre das ländliche Leben ganz gut für dich. Oh, Mama. Geschlossen. Hey, wo ist da? Würde ich sagen, kaufen wir uns unseren Hühnerstall. Oder wir kaufen uns den Stall. Bietet Platz für 4 Stalltiere. Für 4 Kleintiere. Mein 2000 Gold, ne? Hm, ja. Ja. Ich weiß nicht. Da müsst du erst noch ein Silo haben. Scheiße. Nein. Ja, Pauli, Alter, was soll man nehmen, hä? Stall oder Hühnerstall? Deine Entscheidung. Hühner oder? Hier so ein dickes, fettes Rumpsteak.
Ja, ich weiß nicht, ob Hühner jeden Tag Eier legen hier, Alter. Ach, das ist egal. Nehmen wir erstmal hier. Packen wir denn am besten hin? So. So, 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 so. Dann packen wir hier hin, Alter. Ich bin in der Nähe. Vertrau darauf, Pauli. Vertrau auf deine weisen Worte. Oh, wo wollte ich jetzt? Abigail, Alter. Wo ist Abigail? Das schenken wir jetzt nochmal. Richtig dicke. Müde hoch 10. Ist sogar da, Alter. Bam, bam, bam. Hier bei dem Alter, ne? Brauche ich eine neue Tasche. Kostet 10.000 Gold. Dann, na komm. Kannst hier verschiedene Saat kaufen, Alter. Richtig viel. Melonen, Tomaten, Blaubeeren, Peperoni, Weizen, Radieschen, Mohn, Sommerschmuck, Alter, Hopfen, Mais, Sonnenblumen. Das, ne? Kannst halt hier, natürlich hier, bla bla bla. Für deine Rezepte. Da kannst du halt Dünger kaufen, Alter. Kannst auch andere Tapeten kaufen, andere Böden. Den Katalog zu legen. Ja. Und halt diese Setzlinge haben, ne? Also diese Bäume, die halt Kirschen bringen, Aprikosen, Orangen, Pfirsich, Granatapfel, Äpfel. Voll krasse. BS. Ja, Mann. Du hast echt viel Saatauswahl so an sich. Clint, wo ist denn der Clint gewesen? Clint, ach, Clint war der Schmied. Oh, da können wir auch direkt. Garde, Marien. Die Oden mitnehmen. Was sind die denn jetzt hier? Bohrende Träne. Hier. Oh, Scheiße. So. Das auch. Das mal hier. Hast du mich jetzt? So geil. Du bist ja ein lustiger Kerl.
Echt jetzt, Alter, muss ich neues Erz sammeln? Was ist das denn für ein Beschiss jetzt hier? Uff. Uff, ernsthaft. Uff. Alter, die lachen. Ne? So Banane teilweise. Ja, ja, da tue ich das. Verletzend, Alter, wenn die Musik immer aus ist, ey. Das ist so ekelhaft leise. Guck mal, da ist sogar die alte da.
Aber das hier ist jetzt mein letzter Tag, Alter, für heute. Dann machen wir jetzt mal Pause. Dann war jetzt nämlich auf Feierabend. Guck mal aber nochmal kurz, ob die ganze Klamotte reif geworden ist. Nö, oder? Wassermelonen sind reif. Deine Daten zur Korrelation zwischen Boden, Alkalinität und Nutzpflanzenfunktionswerten. Ich würde sagen, ich brauche eine frische Melone von deinem Hof. Oh. Oh, meistens auch reif, Alter. Toll. So. Und dann sag ich immer Tschüss und so, ne? Pauli, Dankeschön fürs Zusehen und so, ne? Ja, vielleicht bin ich nachher nochmal online hier. Ich weiß noch nicht genau. Ja, Alter, wann zocken wir beide eigentlich mal Fortnite hier und so, hä? Da könnte man ja dann auch mal so langsam mal angehen. Und hast du überhaupt noch Bock dazu zocken und so?